Hier ist Ihr SWF-Journal mit den aktuellen Nachrichten aus Ihrer Region. In dieser Woche haben wir für Sie folgende Themen vorbereitet. Fetschau kämpft gegen Ambrosia. Bundestag macht Halt in Lübbenau. Fete de la Musik in Lübben. Zunächst jedoch folgende Kurzmeldung. Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Mit einer Festsitzung hat der Amtsausschuss des Amtes Burg gemeinsam mit ehemaligen Mitstreitern und zahlreichen Ehrengästen den 25. Geburtstag des Amtes gefeiert. Durch ebenso clevere wie harte Arbeit ist das Amt Burg nicht nur zu einem Vorzeigeamt, sondern zu einer etablierten Marke geworden, würdigte Landrat Harald Altekrüger. Amtsdirektorin Petra Krautz berichtete von den schwierigen Anfängen nach der politischen Wende. Sie erinnerte an den Mut und die Eigeninitiative. Und auch wenn nach einigen wenigen Jahren mit selbstständiger Verwaltung das Amt Burg wohl für keine Gemeinde eine Liebesbeziehung gewesen sei, sei man in den 25 Jahren doch zusammengewachsen. Allergiker fürchten dieses beifußblättrige Traubenkraut, denn der Pollen der Ambrosia zählt zu den stärksten Allergieauslösern der Pflanzenwelt. In Deutschland ist Ambrosia teilweise so stark verbreitet, dass die Kommunen selbst den Kampf gegen das Kraut aufnehmen. Bereits zum fünften Mal geht es der Ambrosia am Fetschauer Aktionstag an den Kragen. In der Nähe vom Sommerbad versammelten sich Fetschauer Bürger und zogen die noch kleinen Pflanzen raus. Bürgermeister Ben Kanzler weiß, wo die Pflanze ihr Unwesen treibt. Ja, wir haben einige Flächen, nicht nur hier vor dem Sommerbad an der Gartensparte, wo wir uns heute befinden. Wir haben auch eine Fläche gehabt im vergangenen Jahr, mitten in der Neustadt, in der Nähe der Oberschule. Dort hatten wir nämlich einen Wohnblock abgerissen und da ist auch alles tiefenentrümmert worden. Wir mussten Erde bewegen lassen und bei dem Hintransport von Erde ist es offenbar so gewesen, dass verseuchte Erde, also mit dem Samen verseuchte Erde, hintransportiert wurde und wir konnten dann Monate später feststellen, dass dort Ambrosia wuchs. Also mussten wir uns kümmern und wir kümmern uns heute auch noch um die Fläche, weil wir mal schauen, wächst noch was. Wir mähen dort vernünftig diese frei gewordene Fläche, damit die Ambrosia da kein Unwesen treibt. Andere Flächen haben wir auch, zum Beispiel in Richtung Klärwerk, also nördlich gelegen von Fetschau, ist ein Bereich, da kann man Ambrosia immer wieder feststellen. Und in einigen Bereichen, wo Landwirtschaft betrieben wird, in ganz verschiedenen Richtungen, auch in Richtung Repten, gibt es leider bestellte Flächen, ob nun mit Erdbeeren, ob nun mit Gurken oder mit anderen Früchten, die dort angebaut werden. Wir haben dort Ambrosia und da müssen natürlich die jeweiligen Flächeneigentümer und Nutzer ran. Und wenn sie es nicht tun oder nicht ausreichend tun, ist das natürlich ein Problem. Dankenswerterweise mussten wir feststellen, dass die Landwirte schon einiges gemacht haben und immer noch machen. Wo wir so ein Problem haben, sind die Randbereiche der Felder. Da steht die Frucht nicht und das wird mal ein bisschen vernachlässigt und das ist immer das Problem dazu. Ambrosia wird oft mit dem Rheinfarn, Studentenblume oder mit dem gewöhnlichen Beifuß verwechselt, so Winfried Böhmer, der einige Merkmale aufzeigt. Der gewöhnliche Beifuß hat keinen behaarten Stängel und die Unterseiten der Blätter sind silbern. Am einfachsten ist es, das Problem bei der Wurzel zu packen. Der Zeitraum spielt dabei eine wichtige Rolle. Also am besten ist jetzt um diese Zeit, wenn die Ambrosia noch nicht blüht und noch nicht samt, sie einfach auszureißen. Man muss darauf achten, dass die Wurzel mit raus ist und man kann sie einfach zum Beispiel auf die Seite legen, aufs Gras, dass sie vertrocknet. Oder man kann sie auch sogar in den Kompost geben. Wenn sie später, so, sie fängt jetzt bald an zu blühen und dann Samen bildet, dann muss man vorsichtig sein, dass die Samen nicht verbreitet werden. Dann muss man sie entsorgen, in den Sack stecken und in den Hausmüll geben, nicht auf den Biomüll. Nicht, dann würde ich den Samen wieder verbreiten. Es ist kein einfacher Kampf gegen diese hartnäckige Pflanze. Deswegen ist es wichtig, dass alle Bürger mit anpacken, auch im eigenen Garten, denn die Verbreitung soll vermieden werden. Überall da ist keine Ambrosia mehr, wo wir 2-3 Jahre mehrfach im Jahr die Flächen abgesucht haben und die Pflanzen ausgerissen haben, weil die auch später immer wieder noch keimt. Also es kann durchaus sein, dass bis August immer wieder noch Pflanzen aufgehen. Deswegen ist es gut, man geht die Flächen mehrfach ab und reißt sie aus. Und was ja schön ist, dass viele Fetschauer informiert sind inzwischen, die also in ihren Hausgärten oder auch in den Kleingärten, zum Beispiel an Futterstellen für Vögel, wo die Ambrosia aufgeht, selber ausgerissen haben. Sodass man sagen kann,
Wir haben sehr, sehr viel schon geschafft, auch hier am Sommerbad wesentlich weniger schon als in den Vorjahren. Was die große Problematik ist, dass die Landwirte große Sorgen haben an vielen Flächen, insbesondere wo sie Sonnenblumen anbauen oder Mais anbauen, dass sie sich teilweise den Samen eingeschleppt haben und jetzt Probleme haben, das zu bekämpfen. Und deshalb muss es auch über Landtag Unterstützung letztendlich geben für die Landwirte. Benjamin Raschke von Bündnis 90 Die Grünen machte sich selbst ein Bild am Sommerbad und ist begeistert vom Engagement der Fettschauer. Also ich bin sehr beeindruckt. Die haben das ja heute hier zum fünften Mal gemacht. Und wenn man jetzt sich anschaut, wie sehr das hilft, merkt man, es lohnt sich, die Ambrosia auszureißen und so richtig in die Vollen zu gehen. Und das nehme ich auch mit in den Landtag, dass dieses Gefühl, man kann noch was dagegen tun, es ist noch nicht zu spät, auch im Landtag ankommen sollte. Weil momentan ist es schon so, der Umweltminister meint, ja, die Gebiete sind fast nicht mehr zu retten. Da muss man wirklich irgendwie was gegen diese Stimmung antun. Und ich verlange von der Landesregierung, vom Umweltminister, dass wir auch Landesgeld dazugeben für die Bekämpfung, damit hier zum Beispiel mehr Leute sitzen können, mehr Leute auch Handschuhe bezahlt bekommen und auch die Landwirte, bei denen die Ambrosia im Feld steht, eine Unterstützung bekommen, damit wir das Problem zügig und schnell anpacken, damit es sich nicht weiter ausbreitet. Bank-Kanzler ist froh, dass das Land in den letzten zwei Jahren Mittel zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, dass das die nächsten Jahre auch so sein wird. Da sind wir nämlich in der Lage, mehr zu tun. Wir sind dann auch in der Lage, unsere Pollenfalle, die wir seit 2015 bei uns haben, immer den Sommer über, auch dann wieder zu haben und um Messergebnisse präsentieren zu können. Und was die Messergebnisse betrifft, da haben wir die Auswertung erhalten vom Wetterdienst Potsdam. Der nämlich hat uns diese Pollenfalle seinerzeit zur Verfügung gestellt. Da sind die Messergebnisse im Jahr 2015 wie auch im Jahr 2016 sehr ähnlich. Wenn Sie die Grafik hier anschauen, dann werden Sie das verfolgen können. Wir haben 6 Wochen mit der Ambrosia in der Blütezeit zu tun und die 2 Spitzen, jeweils gut 2 Wochen, von ungefähr Anfang August bis Anfang Oktober, die haben sich in beiden Jahren nicht deutlich verändert. Lediglich der Zeitraum hat sich verschoben. Im August war die Blüte offenbar 3 Wochen früher als im Jahr 2015. Ansonsten denke ich mal, aus den Unterlagen hier keine Verschlechterung feststellen zu können, wenngleich auch keine deutliche Verbesserung. Aber überlassen wir der ganzen Sache mit der Ambrosia den Selbstlauf, dann haben wir noch mehr Probleme und das brauchen wir nicht wirklich. Sollten Sie die Pflanze sehen, dann melden Sie den Standort der Stadtverwaltung. Ein Meldeblatt finden Sie im Internet unter fettschau.de. Karlau mit neuer Internetseite. Seit wenigen Tagen ist die neue Internetpräsenz der Stadtverwaltung online. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein für regionale Entwicklung e.V. wurde in den letzten Wochen an der Designänderung der Stadtseite gearbeitet. Das Design wirkt moderner und frischer. Dank der neuen Aufteilung in 5 Hauptmenüpunkte ist die Seite www.karlau.de jetzt übersichtlicher. Die klassische Webseite wurde auch für Smartphones und Tablets optimiert. Deshalb gibt es alle Neuigkeiten aus Karlau auch für unterwegs. Wer sich ein Bild über die Arbeit im Parlament machen wollte, der war im Bundestagstrakt genau richtig. Mit ihm gastierte der Bundestag direkt vorm Lübbenauer Rathaus. Der Bundestagstrakt ist von März bis Oktober in ganz Deutschland unterwegs. Als letztes stand er in Lübbenau. Jeder Interessierte konnte sich auf den 4 Rädern informieren, wie es in Berlin zugeht, aber auch einfach fragen, zum Beispiel, wie kommt ein Gesetz zustande, wie schreibe ich eine Petition oder wie erreiche ich meinen Abgeordneten, werden hier gestellt. Viele Fragen wiederholten sich, hat uns Herr Lackmann verraten. Aber jede Frage ist es wert, beantwortet zu werden. Es ist manchmal so, dass man selbst bei reiferem Publikum mitbekommt, dass sie unser Wahlsystem noch nicht richtig verstanden haben. Ja? Wie sie ihre Stimmen einsetzen. Erststimme, Zweistimme und dann kann man das, klären. Häufiger Punkt ist natürlich, dass man zum Beispiel wissen will, warum es im Plenum, also in der Vollversammlung in Berlin, nicht immer voll ist. Ja? Dass mal mehr, mal weniger Abgeordnete da sind oder wie die Abgeordnetenarbeit überhaupt aussieht. Also das ist ja ein zweigeteilter Job grundsätzlich, der sich einmal in Berlin abspielt, in den Sitzungswochen und eben in der Wahlkreisarbeit. Und das, sagen wir mal, die Bevölkerung zu bringen, ist eine Sache. Es gibt natürlich immer auch diese witterungsbedingten Sachen. Mal ist es super heiß, mal haben sie Dauerregen, ja, mal ist es, sagen wir mal, bedeckt und angenehm temperiert. Das sind natürlich Dinge, die dann auch das beeinflussen mögen.
Wir sind natürlich dann an den großen Standorten, ich sag mal in Dresden vor der Semperoper, genauso wie im kleinen, beschaulichen Lübbenau mal zu Gast. Die örtlich ansässigen Abgeordneten nutzen den Track auch als Forum, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen oder um von ihren persönlichen Erfahrungen im Parlament zu berichten. Schulklassen nutzen ihn genauso wie interessierte Touristen hier in Lübbenau. Der Track ist eine tolle Gelegenheit, um sich über den Bundestag zu informieren, ohne dabei nach Berlin fahren zu müssen. Unterhaltsvorschuss neu geregelt. Alle minderjährigen Kinder sollen künftig einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben. Ab 1. Juli 2017 tritt das neue Unterhaltsvorschussgesetz in Kraft. Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben nach dem neuen Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen nun alle minderjährigen Kinder alleinerziehender Eltern bis zum 18. Lebensjahr. Die bisherige Begrenzung der Bezugsdauer von 72 Monaten wird aufgehoben. Anträge für Unterhaltsvorschussleistungen sind ebenso auf der Internetseite des Landkreises Dahme-Spreewald www.dahme-spreewald.de sowie in den Verwaltungsstandorten der Kreisverwaltung erhältlich. Der Antrag ist in Papierform vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit den geforderten Unterlagen an die Unterhaltsvorschussstellen im LDS zu leiten. Die ganze Welt musiziert an einem Tag und es ist öffentlich zugänglich, so der Gedanke von Fete de la Musique. Eine Stadt in Südbrandenburg beschallte ebenfalls den Globus. Weltweit beteiligten sich über 500 Städte und in Deutschland waren es rund 50. Lübben feierte erstmals das Musikfest mit der ganzen Welt. Lokale Musiker spielten ohne Honorar, somit war der Eintritt auf der ganzen Welt frei. Unter anderem auf dem Gelände der Jugendfreizeiteinrichtung Die Insel, wo es eher rockig zuging, oder auf der Bühne Zwei Birken mit Olaf Petersen. Jessig war es an der Kinoklause mit der Gruppe Referenz. Verschiedene DJs legten elektronische Musik am La Casa auf. Für alle Musikliebhaber war etwas dabei, ganz im Sinne der Fete de la Musik. Grand piano, my beautiful Castillo, you. Das waren die Nachrichten aus dem Spreewald. Haben Sie Wünsche oder Anregungen? Schreiben Sie uns an info@spreewaldfernsehen.de oder besuchen Sie uns auf Facebook. Es würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder Ihr SWF-Journal einschalten.